Ja, herzlich willkommen bei Paul Edu zu unserer heutigen Veranstaltung Diskutieren mit Lukas Mandl. Ich begrüße auch ganz explizit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über unseren Podcast und unsere Zuseherinnen und Zuseher über YouTube. Zur Frage, wie schaut die Zukunft der Europäischen Union aus oder auch etwas konkreter, gefährden die neuen Despoten in Mittel- und Osteuropa die Europäische Union? Darf ich heute den EU-Parlamentarier für die ÖVP, Abgeordneten Lukas Mandl, ganz herzlich bei uns bei Pol Edu begrüßen. Danke, Herr Mandl, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit uns zu diskutieren. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das letzte Mal gesehen haben wir uns im Februar dieses Jahres, als wir mit Paul Edu in Brüssel im Europäischen Parlament bei unter anderem Ihnen zu Gast waren. Seitdem ist viel passiert. Die Welt ist zweifelsfrei eine andere. Meine erste Frage lautet daher, wie anders lebt und arbeitet es sich als EU-Parlamentarier im Dezember 2020 im Vergleich zum Februar 2020? Erstens vielen Dank nochmal für die Einladung und danke für das wirklich laufende und ständige Engagement von Paul Edu auf so vielen Kanälen. Ich folge Ihnen und euch ja und bin dankbar für das, was Sie machen, weil es ein unglaublich wertvoller Beitrag ist zu dem Funktionieren von Demokratie. Ich habe mich auch gerade erinnert an Ihren Besuch im Februar dieses Jahres in einer ganz anderen Zeit gefühlt als jetzt und es ist tatsächlich vieles anders, auch in der parlamentarischen Arbeit. Aber wichtig ist, dass die parlamentarische Arbeit überhaupt weitergeht. Warum sage ich das? Weil wir sind in einer Krise. Ich denke, Parlamentarismus gehört zu den großen Innovationen, den Erfindungen der Menschheit. Ich weiß, das klingt ein bisschen pathetisch, aber im Vergleich zu den Alternativen, nämlich Gewalt auf der Straße oder Gewalt einer Obrigkeit, ist der Parlamentarismus tatsächlich eine große Innovation. Normalerweise denkt man bei Innovationen der Menschheit vielleicht an die Glühbirne oder den elektrischen Strom. Zweifellos sind das große technologische Innovationen, aber der Parlamentarismus ist eine soziale, eine politische Innovation. Und ich sage das deshalb, weil ein solches Instrument darf natürlich nicht nur für Schönwetter geeignet sein, sondern muss in einer Krise geeignet sein. Und deshalb haben wir, ich erinnere mich noch genau, während meines letzten Heimflugs habe ich die einschlägigen Anträge gelesen, dem letzten Heimflug vor dem ersten Lockdown, Anfang März, wo wir uns sofort so aufgestellt haben, dass wir krisensicher als Parlament auch aus der Distanz weiterarbeiten können. Wir haben das jetzt mit einer eigens durch die Parlaments-IT programmierten Oberfläche, die auch sicher ist. Wir sind ja Ziel zahlreicher Nachrichtendienste rund um den Globus. Und glauben, dass wir die parlamentarische Arbeit mit diesen Instrumenten gut fortsetzen können. Und gleichzeitig erlebe ich schon, manches an der parlamentarischen Arbeit geht auch nur persönlich. Das persönliche Gespräch ist einfach nicht zu ersetzen durch Online-Aktivitäten dort, wo es notwendig ist. Und deshalb ist auch viel persönliche Präsenz unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen jetzt auch angesagt, auch während der Pandemie, aber eben in dem Rahmen, der eben unbedingt nötig ist. Wir können uns als Parlamentarierinnen und Parlamentarier eigentlich sehen als Teil der Lösung oder müssen uns so sehen und nicht Teil des Problems in dieser Krise, sonst würde uns ja niemand brauchen. Der italienische Parlamentspräsident hat am Höhepunkt der Krise in Italien, als die ganz, ganz schlimmen Szenarien dort waren im März und im April, auch betont für die italienischen Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Rom, dass sie jetzt gefordert sind. Und er hat auch wirklich forsch gesagt, genauso wie Ärztinnen, Ärzte, Gesundheitspersonal sind eben auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier gefordert. Und man muss das wirklich als Verpflichtung sehen. Und so versuchen es wirklich auch die allermeisten im Europäischen Parlament umzusetzen. Und danke auch an die vielen Teilnehmenden heute. Das habe ich noch nicht gesagt. Ein Gespräch kommt ja nur zustande, wenn es Teilnehmende gibt. Und Paul Edu schafft es immer wieder, so viele zu versammeln. Vielen, vielen Dank. Danke für das Lob. Und um beim Thema Parlamentarismus zu bleiben, möchte ich gern gleichsam Michel Raimond von den Grünen zitieren. Er sagte, das Europäische Parlament ist ein Arbeits-, das österreichische ein Bühnenparlament. Wodurch unterscheidet sich die Arbeit im Europäischen Parlament von jener
im österreichischen Nationalrat? Ich finde das Zitat ehrlich gesagt, während ich Michel Raymond als Gesprächspartner wirklich unglaublich schätze, das ist ja klar, man kann wirklich gut miteinander reden. Ich fürchte, das Zitat ist ein bisschen despektierlich und nicht ganz fair gegenüber den österreichischen Kolleginnen und Kollegen, die im Nationalrat oder im Bundesrat oder in den Landtagen in Österreich arbeiten, weil die arbeiten auch hart. Also ich würde gerne die strukturelle Fragestellung, die total berechtigt ist, auf die ich gleich eingehen möchte, trennen von den handelnden Akteurinnen und Akteuren. Kolleginnen und Kollegen auf allen Ebenen arbeiten hart. Der Großteil übrigens, in allen Parteien, also ich meine das natürlich überhaupt nicht parteipolitisch, aber die Ressourcen und die Strukturen sind unterschiedlich. Und da bin ich bei dem, was Michel Raymond vielleicht meint. Ein Arbeitsparlament braucht die Unabhängigkeit des Mandats, der Mandate, der parlamentarischen Arbeit. Und das verlangt dann wiederum Ressourcen für einen wissenschaftlichen Dienst, für Recherche und Studien, dafür unabhängig von anderen Institutionen im Namen der Bürgerinnen und Bürger, weil das Parlament ist ja die einzige EU-Institution, die gewählt und demokratisch legitimiert, beauftragt im Namen der Bürgerinnen und Bürger agiert, nicht im Namen der Verwaltung wie die Kommission gewissermaßen und als Hüterin der Verträge und nicht im Namen der mitgliedstaatlichen Regierungen wie der Rat, sondern eben als Parlament für die Bürgerinnen und Bürger. Da braucht man Ressourcen, um das freie Mandat tatsächlich unabhängig ausüben zu können und an der Seite der Bürgerinnen und Bürger stehen zu können, auch wenn das vielleicht in anderen Institutionen mit anderen Schwergewichten anders gehandhabt wird, mit Legitimität, aber die ist nur so lange gegeben, wie das Parlament auch seine Ressourcen hat. Ja, und das ist etwas, das mich schon lange umtreibt und beschäftigt, auch schon lange bevor ich im Europäischen Parlament sein durfte. Das ist etwas, das im österreichischen Parlamentarismus noch nicht genug ausgeprägt ist, aber es gab schon Fortschritte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten und der Parlamentarismus gehört unbedingt entwickelt. In Österreich nicht in der Arbeitseinstellung der Kolleginnen und Kollegen, das will ich noch einmal sagen, schon gar nicht in ihrer Arbeitsleistung, weil sie müssen ja eher gewissermaßen unter schwierigeren Bedingungen dasselbe leisten, sondern eben in Bezug auf die Strukturen, da kann man sicher sehr, sehr viel machen und muss es auch machen. Ein aktiver Parlamentspräsident ist dafür sehr, sehr gut. Ich weiß, dass er in der Öffentlichkeit oft angegriffen wird, aber ganz persönlich als Parlamentarier mache ich keinen Hehl daraus, dass ich das wirklich sehr, sehr gut heiße, dass wir heute auf Bundesebene in Österreich einen sehr, sehr aktiven, anpackenden, zupackenden Parlamentspräsidenten haben. Aber das ist nur eine von vielen Voraussetzungen dafür, etwas zu entwickeln. Eine andere ist ein Gespräch wie heute. Und wenn wir heute wieder etwas anstoßen und den Parlamentarismus in Erinnerung rufen, der wirklich mehr wert ist, als das in der Öffentlichkeit manchmal erscheint, als Teil der Lösung, nicht als Teil des Problems, dann ist das ein guter Schritt in die richtige Richtung. Über die diversen Aussagen und Zitate des Herrn Sobotka möchte ich jetzt ja gar nicht inhaltlich in die Tiefe gehen. Möchte mich viel lieber heute mit Ihnen über die Europäische Union und ihre mögliche Erweiterung unterhalten und möchte Sie da einfach ganz banal mal fragen, was ist Ihre Vision von der Europäischen Union? Wie sollte die EU der Zukunft für Sie aussehen? Das ist natürlich eine große Frage, gelassen ausgesprochen. Das ist das, was uns wahrscheinlich auch viele Teilnehmende heute oder alle eigentlich täglich umtreibt. Es ist nicht einfach zu beantworten. Ich kann nur meinen Teil subjektiv und aus meiner Perspektive natürlich beitragen. Sie haben das Wort Erweiterung auch angesprochen. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um sich der Sache von dieser Seite zu nähern. Mir ist mal wichtig, dass wir mit sinkender Tendenz ein sehr kleiner Anteil der Weltbevölkerung sind. Wir erwirtschaften viel, viel mehr heute noch, als unserem Anteil an der Weltbevölkerung entspricht. Und wir schaffen es, Bürgerinnen und Bürgern Europas weit mehr Sozialleistungen zukommen zu lassen, als das im Durchschnitt auf der Welt sonst anderswo möglich ist. Also in Zahlen heißt das, wir sind 5,5% der Weltbevölkerung, wir wirtschaften fast ein Viertel der Weltwirtschaftsleistung und wir zahlen in Europa fast die Hälfte der Weltsozialleistungen. Ich will vielleicht in diesem Punkt kurz den Umkehrschluss wagen, dass das bedeutet, dass die anderen 94% der Weltbevölkerung
nur die anderen 50% der Welt Sozialleistungen erhalten. Jetzt bin ich niemand, der Sozialleistungen quasi als Maß aller Dinge das Wort redet, aber eben als Sicherheitsnetz und alles das, was wir in Europa positiv entwickelt haben, sind sie schon ein wichtiger Indikator dafür, wie eine Gesellschaft mit Schwächeren umgeht, weil sie es sich leisten kann. Ich sage das deshalb so, weil Europa in einem guten Zustand ist in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Weltwirtschaftskrise wirbelt vieles durcheinander. Aber wir dürfen zwei Dinge dabei nicht übersehen. Wir sind all das, was ich jetzt gesagt habe, mit sinkender Tendenz. Zur Wirtschaft sage ich gleich noch was. Und wir sind noch ein wirtschaftlicher Riese, aber wir sind noch immer ein politischer Zwerg, obwohl wir dieser wirtschaftliche Riese sind, obwohl wir, glaube ich, behaupten können von uns und über das Innenverhältnis in der EU mit Rechtsstaatlichkeit und anderen Themenfeldern werden wir heute noch sprechen. Aber wir wollen jedenfalls Werte vertreten, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenwürde, der Freiheitsrechte. Wir haben zu bestimmten Themen einen Pioniergeistzugang, wie etwa den Klimawandel. Also wir wollen ja auf der Welt etwas beitragen und vertreten. Wir sind die stärkste Softpower in der Entwicklungshilfe beispielsweise auf dieser Welt. Wir sind aber ein politischer Zwerg und wir haben extreme Schwächen in der sogenannten Hardpower. Also wenn es um Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind wir nicht stark genug und werden nicht ernst genommen. Ich leite das deshalb so ein, weil ich möchte ein Europa mit mehr Stärke nach außen und mehr Freiheit nach innen. Und was bedeutet das? Und da möchte ich eingehen auf die wirtschaftliche Dimension, wie vorhin angekündigt. Wir sind noch wirtschaftlich stark, aber wir werden vor allem mit fortschreitender Technologieentwicklung zu einem Konsumkontinent. Wir konsumieren auf der Basis dessen, was Generationen vor uns in Jahrzehnten erwirtschaftet haben, Dinge und Dienstleistungen, die in anderen Teilen der Welt erfunden und produziert werden. Ich bin ein absoluter Anhänger der kooperativen Weltwirtschaft. Ich finde es jetzt nicht schlecht, dass wir natürlich quer über den Globus handeln mit Gütern und Dienstleistungen. Ich finde das sogar gut und richtig. Aber alle Beteiligten und Akteure müssen in diesem Netzwerk auch darauf achten, dass ihre eigene Position nachhaltig gesichert ist. Das ist die europäische Position heute nicht. Das hat zu tun mit Überregulierung, das hat zu tun mit Innovationsschwäche, das hat damit zu tun, dass wir aus öffentlichen Geldern, besonders im Verteidigungsbereich, nicht dort investieren in Innovation, wo andere Teile der Welt, speziell die USA, das machen. Das hat mit dem Erstarken von China zu tun, aber eben in wirtschaftlicher Hinsicht, leider nicht in menschenrechtlicher Hinsicht, auch das wäre ein spezielles Thema. Das hat mit dem alten europäischen Wettbewerbsrecht zu tun, das einmal verhindert hat, dass es zu Monopolbildungen im Binnenmarkt kommt, aber heute dazu führt, dass Investoren von außerhalb, auch vielfach chinesische Investoren, europäische Unternehmen kaufen können und dann aus Europa weg verlagern können, um eben keine Monopole in Europa zu erzeugen. Das Wettbewerbsrecht gehört zum Beispiel dringend reformiert. Also ich glaube, ein Europa der Zukunft braucht diese Innovationskraft und Produktionskraft auch nach innen, um auf der Welt eine wirtschaftliche Rolle weiterhin zu spielen, und braucht stärker nach außen, um im Sinne der europäischen Werte und der europäischen Positionen eine starke Rolle zu spielen. Und da bin ich jetzt vielleicht beim Schlusspunkt und auch für mich den entscheidenden Punkt im Zusammenhang mit der Erweiterung, die Sie erwähnt haben in der Fragestellung, nämlich es muss uns, und ich sage das in aller Bescheidenheit, aber wenn wir von der Europäischen Union sprechen, dann muss es uns um das gesamte europäische Territorium gehen, im Sinne der Vertretung auf der Welt nach außen und im Sinne der Zusammenarbeit nach innen. Ich sage bewusst nicht Mitgliedschaft, um gewissermaßen jetzt nicht eine intellektuell unredliche Abkürzung dazu machen. Aber es ist das europäische Territorium, das unglaublich wichtig ist für uns Österreicherinnen und Österreicher, für alle Europäerinnen und Europäer, ist relevant, was in den 6 Westbalkanstaaten geschieht, was in der Ukraine geschieht, was in Belarus geschieht, natürlich was im Vereinigten Königreich geschieht, was in der Schweiz geschieht, auch was in Norwegen geschieht. Es ist von allerhöchster Relevanz und deshalb dürfen wir nicht ruhen. Das ist absolute Priorität zu sehen für jeden Teil des europäischen Territoriums, besonders für jene Teile, die heute noch nicht Mitgliedstaaten der EU umfassen, einen klaren, guten,
Entwicklungsplan und eine gute Perspektive der Zusammenarbeit und der Vertiefung zu haben. Um nicht so lange zu werden, mache ich jetzt mal einen Punkt, aber danke für die Möglichkeit, das mal in der Breite, wie es sich halt mir darstellt, ausführen zu dürfen. Bin ich ein bisschen unfair, stelle Ihnen so eine große Frage und bitte Sie gleichsam so ein bisschen Lorenz Tittelbacher-like um etwas kürzere Antworten, da wir eben auch so viele Fragen zu besprechen haben. Und Sie haben schon den Anspruch der Europäischen Union angesprochen, eine Werteunion zu sein. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in ihrer State of the Union-Rede 9-mal European Value erwähnt. Was bedeutet das denn noch für Sie überhaupt? Ist die Europäische Union eine Werteunion, Wahrheit oder Lüge? Wahrheit. Das wäre die ganz kurze Antwort, wenn ich das so sagen darf. Und ich verstehe die Frage nach kurzen Antworten. Ich bemühe mich auch. Ganz klar Wahrheit. Sonst würde es sich gar nicht lohnen, sich dazu engagieren. Es lohnt sich aber sehr. Und da spreche ich nicht von Parlamentarierinnen und Parlamentariern, sondern von uns allen, Ihnen allen, allen Bürgerinnen und Bürgern guten Willens, sage ich. Es ist eine Werteunion. Ich habe schon viel erlebt, natürlich in Diskussionen. Und dazu gehört auch, dass Menschen den Begriff European Values oder europäische Werte kritisiert haben, weil sie dann hineininterpretieren, dieses Adjektiv europäisch würde bedeuten, dass wir diese Werte quasi exklusiv für uns in Anspruch nehmen. Nein, das tun wir nicht und so kann das natürlich nie gemeint sein. Eigentlich sind es universelle Werte, weil wir sie beziehen auf alle Menschen. Aber es sind Werte, die Europa auf der Welt vertritt, Punkt 1. Deshalb darf man, glaube ich, europäische Werte sagen. Und es sind Werte, die in Europa nach einer schlimmen, schlimmen Geschichte, besonders in Österreich und in Deutschland, wie wir wissen, und insgesamt einer sehr blutigen Geschichte über Jahrhunderte hinweg, die Europa nach einer schlimmen und blutigen Geschichte entwickelt hat. Und zwar nicht Europa im Sinne von Eliten oder Hauptstädten, sondern die Europäerinnen und Europäer. Generationen vor uns haben das so entwickelt und aufgebaut, dass wir verstanden haben in Europa, dass wir begriffen haben, dass wir mit voller Energie leben, dass Kooperation besser ist als Konfrontation. Und das haben wir nach innen geschafft. Das ist echt sehr, sehr viel. Also da dürfen wir uns auch nicht schlechter sehen, als wir sind. Viele von außen hätten gerne ein so kooperatives Modell, weil sie sehen, wie gut es funktioniert. Und auf dieser Basis der europäischen Werte nach außen zu tragen und auf der Welt zu vertreten, scheint mir wichtiger zu sein, vielfach als noch mehr zu regulieren nach innen. Ganz ehrlich, vielleicht zwei kurze Schlusspunkte. Das eine ist ein Zitat von Montesquieu, dem französischen Philosophen, der gesagt hat, wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es nötig, kein Gesetz zu machen. Etwas, das für mich wie nichts anderes liberales Denken und eine liberale Haltung beschreibt und gleichzeitig eine Versuchung auf jeder politischen Ebene, in der Gemeinde, in der Region, im Nationalstaat und auf europäischer Ebene eben zu regulieren und zu regulieren und noch mehr zu regulieren. Dieser Versuchung zu widerstehen ist auch auf jeder politischen Ebene wichtig, auch auf der europäischen, aber nach außen zu wirken im Sinne der europäischen Werte, und das ist dann der zweite Schlusspunkt, wenn ich die jetzt definieren müsste, ist sehr, sehr schwierig. Es gibt Säulen, jener der Subsidiarität, jener der Solidarität, jene des Gemeinwohls, auf denen die Europäische Union zweifellos steht. Aber ich würde heute, wenn ich es kurz zusammenfassen müsste, einfach die Begriffe in den Raum werfen: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde und Freiheitsrechte. Und wenn wir das schaffen, nach innen als Versprechen zu halten für die eigenen Bürgerinnen und Bürger und nach außen als Versprechen zu halten, als Beitrag Europas auf der Welt, dann können wir guten Gewissens von europäischen Werten sprechen, und so verstehe ich auch das, was Ursula von der Leyen gesagt hat. Jetzt sprechen wir von Werten, von Werteunion, um das für unsere junge Community etwas greifbarer zu machen. Die finden sich auch im Artikel 2 EU-Vertrag. Da steht, die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. In diesem Kontext meine nächste Frage: Stimmen Sie mir zu, wenn ich sage, die Situation in Moria ist eine Schande für die EU? Die Situation in Moria ist eine Schande, Punkt.
Diesem Satz würde ich zustimmen, weil ehrlich gesagt, ich hoffe, wir können heute, und ich sage das nicht, weil ich irgendeine negative Vermutung habe für das heutige Gespräch, sondern weil ich ein aufmerksamer Medienbeobachter bin und auch schon viele Gespräche aktiv führen musste dazu. Ich hoffe, wir können heute ohne Polemik sprechen darüber und ich möchte einfach meine Sicht beitragen. Der erste Punkt in der Sicht ist, dass ich niemandem unterstelle, schon gar nicht Teilnehmenden von heute, dass sie in irgendeiner Form unempathisch auf die Situation in Moria und in anderen Lagern hinschauen. Im Gegenteil, ein vernunftbegabter Mensch, ein Mensch mit Herz und Hirn, leidet mit, wenn er die Situation in Moria und in anderen Lagern sieht. Das gilt für Sie alle, das gilt für mich. Ich glaube, wir können uns alle gegenseitig einen guten Willen unterstellen, eine solche Situation auf diesem unserem Planeten, in dieser Menschheit nicht zulassen zu wollen. Zweitens, warum habe ich gesagt, die Situation in Moria ist eine Schande, ohne den vorhin genannten Zusatz? Weil wirklich nicht die Europäische Union diese Situation verursacht hat. Im Gegenteil, die Europäische Union ist Teil der Lösung. Und zwar schon dort, wo die Entwurzelung von Menschen beginnt. Weil, wie schon vorhin erwähnt, die Europäische Union die stärkste Kraft der Welt ist in der Entwicklungshilfe, die größte Softpower, wie man das nennt, und dazu beiträgt, dass sogenannte Fluchtursachen, die Entwurzelung von Menschen, verhindert wird. Wir wissen, dass es falsche Vorstellungen sind, die Menschen sich darüber machen, was eine Reise nach Europa bedeutet, was als Einreise möglich wäre und welche Möglichkeiten es dann in Europa gibt. Warum kommen diese falschen Vorstellungen zustande? Aus wirklich organisierten, kriminellen und ich muss dazu sagen, menschenverachtenden Aktivitäten. Weil diese Informationen als Falschinformationen bewusst verbreitet werden, um Menschen ihr letztes Geld abzuknöpfen, um Menschen auf eine gefährliche Reise zu schicken, die vielfach tödlich endet und um Menschen dann letztlich an den Grenzen Europas anlanden zu lassen, ohne Chance auf Einreise. Warum? Weil die ganz große Mehrheit derer, die da anlanden, das nicht hat, was ich mein Leben lang verteidigen werde und hoffentlich Sie alle auch, nämlich das Recht auf Asyl. Es wurde vielfach in der öffentlichen Debatte sehr auch pathetisch als heiliges Recht bezeichnet. Kann man machen, sehe ich auch so, ist ein heiliges Recht. Das Recht auf Asyl ist auch eine große Errungenschaft der Menschheit. Aber Herr Mandl, und die meisten verfügen nicht über dieses Recht. Allerletzter Satz vielleicht, wenn Sie da auch noch einhaken wollen. Und die Europäische Kommission hat ja jetzt ihren Vorschlag, schon Beginn des Herbstes, ihren Vorschlag gemacht, den wir jetzt gerade verhandeln im Europäischen Parlament zum zukünftigen europäischen Migrationssystem. Und der stellt ab auf das, was eigentlich entscheidet ist, nämlich das Recht auf Asyl. Und darüber könnten wir jetzt und werden wir wahrscheinlich jetzt auch noch lange reflektieren. Aber jetzt kurzfristiger gedacht, geht es doch auch irgendwo darum, dass uns Menschen dort auf Moria nicht wegsterben und ganz generell auch im Mittelmeer. Wir lesen da Horrormeldungen, wie das Kinder nachts von Ratten mittlerweile angeknabbert werden. Muss man da nicht kurzfristig schneller handeln? Sollte Österreich Flüchtlinge aus Moria aufnehmen? Man muss kurzfristig handeln und ich bin wirklich dankbar und wäre es anders, könnte ich auch nicht ruhig schlafen. Es ist wirklich so, in einem Land zu leben, aus einem Land zu kommen, das kurzfristig geholfen hat und weiterhilft. Nämlich mit Infrastruktur und Ressourcen vor Ort, um den Kindern, den Menschen in Moria und in anderen Lagern zu helfen. Auch auf Bitte der griechischen Regierung übrigens, nicht Menschen dort wegzuholen, wiederum ohne Asylgrund und mit der ganz schlimmen Folgewirkungen, auf die ich gleich zu sprechen komme, sondern bitte Hilfsgüter, Ressourcen, Infrastruktur zu schicken. Das hat Österreich gemacht und das macht Österreich. Der zweite Punkt, der mir sehr, sehr wichtig erscheint. Es ist in Europa völlig klar, es ist nur innerhalb Österreichs nicht immer so klar, dass wir bei Kindern an Platz 2 und bei Erwachsenen an Platz 3 aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind, die seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 durch die Aufnahme von Menschen geholfen haben. Wir Österreicherinnen und Österreicher haben manche Debatten und müssen sie auch führen, aber wir müssen uns nicht verstecken.
dafür, was wir machen und gemacht haben und auch weiter tun müssen, unbedingt, überhaupt keine Frage, sei das eben im Sinne humanitärer Hilfe, humanitären Aufenthalts, subsidiären Schutzes oder eben des Rechts auf Asyl. Aber wir müssen uns nicht nachsagen lassen, wir hätten weniger getan oder seien zu weniger bereit als andere, weil wir ja mehr getan haben und mehr machen als andere, etwas, das innerhalb Österreichs auch selten wahrgenommen wird. Warum sagen die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen zu uns bitte nicht, gewissermaßen aus einem kurzfristigen Moment heraus Leute wegholen, weil die genau wissen, aus Erfahrung über Jahre, dass jeder Platz, der dort frei wird, weil Menschen spontan ohne eben Recht auf Asyl oder einen anderen Aufenthaltstitel weggeholt werden, dass der sofort wieder besetzt ist, weil die organisierten Schlepperbanden, deren Kriminalität wirklich menschenverachtend ist, werfen wir doch bitte wirklich mal den Blick dorthin, weil die diese Chancen und Gelegenheiten für sich dann sehen und nützen, dort weiterhin Menschen anlanden zu lassen mit all diesen Voraussetzungen und Vorkehrungen, die ich vorhin erwähnt habe. Herr Mandl, so, auf dieser Basis, glaube ich, ist es wichtig, halt rational zu reflektieren. Stelle ich nicht und stellen wir nicht natürlich Österreich in Abrede. Die Frage zielte natürlich trotzdem darauf hin ab, kurzfristig in etwa 100, 200 Kinder in Österreich aufzunehmen, rettet Leben, tut niemandem weh und die Schlepperkriminalität könnte man ja parallel dazu bekämpfen. Aber gehen wir doch gemeinsam den Weg von Moria nach Ungarn und beschäftigen wir uns mit der Frage, was tun wir mit Staaten innerhalb der Europäischen Union, die sich nicht an eben die besprochenen Werte halten. Wir hatten Gleichheit, wir hatten den Schutz der Minderheiten. Wir haben in Ungarn seit neuestem eine Gesetzeslage, wonach etwa das Geschlecht nach der Geburt nicht mehr geändert werden darf. Das Transgendertum dadurch etwa gesetzlich verunmöglicht wird. Wie sollte die Europäische Union mit Staaten wie Ungarn oder Polen, wo es eben Rechtsstaatsverletzungen gibt, Artikel 7-Verfahren gibt, umgehen? Danke für die Frage, weil mir ist das absolut zuwider, dass Rechtsstaatlichkeit in Zweifel gezogen wird durch die Praxis in manchen Mitgliedstaaten. Es ist irritierenderweise mehr als ein Viertel der Mitgliedstaaten, in denen Rechtsstaatlichkeit in Zweifel steht. Neben Ungarn gehört dazu Polen, Rumänien, die Slowakei, die Tschechische Republik, Malta. Und so tauchen immer wieder Rechtsstaatlichkeitsprobleme, sei es in den Bereichen, die Sie genannt haben, sei es im Bereich der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit oder der Judikatur beispielsweise auch auf. Und das ficht mich an und das lässt mich auch nicht ruhen, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, die Rechtsstaatlichkeit nichts Langweiliges ist, sondern etwas sehr, sehr Substanzielles, das in Europa Recht gilt und Recht gesprochen wird. Darauf muss sich innerhalb und außerhalb Europas jede und jeder verlassen können. Und das ist das große Versprechen, das gehalten werden muss, aber eben nicht gehalten wird. Ich bin wirklich froh und ich bin dankbar und glücklich, dass es im Jahr 2021 gelungen ist und das bleibt von 2020 meine ich natürlich. Ich will nur diese Jahreszahl, glaube ich, nicht mehr so gern aussprechen. Aber manches Positive gab es, nämlich dass es 2020 gelungen ist, aber es gilt ab 2021, dass es gelungen ist, EU-Förderungen und es sind Nettoempfängerländer im Großen und Ganzen, die betroffen sind von dieser Rechtsstaatlichkeitsthematik im negativen Sinn, dass EU-Förderungen abhängig sind in Zukunft von der Einhaltung rechtsstaatlicher Kriterien. Wir hatten jetzt einige Wochen lang Gegenwehr aus Polen und Ungarn. Man muss der deutschen Ratspräsidentschaft zugestehen, dass sie das geschafft hat, was ich aber ehrlicherweise auch immer gewagt habe zu hoffen, nämlich dass Polen und Ungarn einlenken mit ihrer Gegenwehr. Wir haben ja leider noch immer das Einstimmigkeitsprinzip in vielen Fragen. Das heißt, wir brauchen Polen und Ungarn für den Beschluss des mehrjährigen Finanzrahmens, des neuen EU-Budgets. Und daher war es wichtig, dass die dabei sind und trotzdem das Modell als solches nicht verwässert wird, sondern besser ist als das alte Modell, in dem es einfach überhaupt keinen Konnex zwischen EU-Förderungen und Rechtsstaatlichkeit gegeben hat. Den Konnex gibt es jetzt und ich erhoffe mir davon substanzielle Änderungen und vor allem nachhaltige Änderungen, weil es in Zukunft
nicht mehr so einfach sein wird, sich zu erlauben, von rechtsstaatlichen Kriterien abzuweichen, wenn man weiß, was droht im Bereich der EU-Förderungen. Und das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber es braucht immer auch mehr. Es ist alles multikausal. Es braucht immer auch die Thematisierung, so wie heute. Danke daher auch für die Themenstellung im heutigen Gespräch. Es braucht immer die öffentliche Debatte. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem österreichischen Höchstrichter, mit dem ich nächstes Jahr, am Beginn des nächsten Jahres, eine intensive Rechtsstaatlichkeitsdebatte in Österreich mit Richterinnen und Richtern aus den betroffenen Mitgliedstaaten führen werde. Wir sind da schon dabei in der engeren Planung und das zu thematisieren und immer nachzuverfolgen. Beispielsweise die Grundrechteagentur, die ihren Sitz in Wien hat, zu stärken. Auch daran verhandle ich gerade im Europäischen Parlament. Das sind alles Schritte, um das zu schaffen, was unser unbedingtes Ziel sein muss, dass Europa weiterhin als der Kontinent der Rechtsstaatlichkeit zu Recht gelten darf und gilt. Und das ist nicht einfach ein Zustand, sondern das bedarf täglicher harter Arbeit. Und das gilt es bestmöglich zu schaffen. So. Als Ergänzung kurz, der mehr oder weniger Kompromiss, der wohl dennoch ein Erfolg für die Europäische Union und die Verhandlungen waren, ist der, dass es nun ein EuGH-Urteil braucht, um diese Kürzungen bei der Subvention, bei Rechtsstaatsverletzungen eben durchzuführen. Ich möchte den nächsten Blick wagen, auf den Balkan unsere Reise fortsetzen. Kurz in die Geschichte eintauchen. Zwischen 1991 und 1995 gab es den Kroatienkrieg, wo die kroatische Armee um das Gebiet der Republik Serbisch-Krajina kämpfte. 1995 endet der Kroatienkrieg. 18 Jahre später, 2013, tritt Kroatien der Europäischen Union bei, als nach Slowenien zweiter Staat des ehemaligen Jugoslawiens. Seither gab es keinen weiteren EU-Beitritt. Weshalb und steckt der Erweiterungsprozess in einer Krise? Fragezeichen. Danke. So eine wichtige Fragestellung und trotzdem habe ich sie noch nie so geschichtsbewusst, will ich sagen, und schön eingeleitet gehört wie jetzt gerade von Ihnen. Daher danke dafür, weil man muss einfach diese Zusammenhänge sehen. Der Krieg in Ex-Jugoslawien war ja nicht nur in Kroatien, sondern auch in den anderen Teilen. Ich war, weil ja heute viele junge Menschen dabei sind, erlaube ich mir kurz dieses Statement. Ich war gerade am Beginn dessen, mich irgendwie politisch zu interessieren, als der Jugoslawienkrieg begonnen hat. Ich bin Jahrgang 1979 und erinnere mich noch genau an Fernsehbilder, die dann auch in späteren Dokumentationen und so weiter vorkommen, also vielleicht auch gefunden werden können, wo jugoslawische, sage ich jetzt, Panzersoldaten von Journalistinnen und Journalisten mit Kamera am Straßenrand gefragt werden, in welchen Krieg sie ziehen. Es ging nämlich gegen Kroatien. Und ein altes Sprichwort sagt ja, das erste Opfer in jedem Krieg ist die Wahrheit. Und die Soldaten haben mit Überzeugung den Journalistinnen und Journalisten geantwortet, wir fahren Richtung Österreich, weil Österreich hat uns angegriffen. Natürlich betrifft uns das als Österreicherinnen und Österreicher besonders, weil unser Name da genannt wird oder wir genannt werden, wahrheitswidrig. Und weil wir sehen, es wurde gewissermaßen den Soldaten nicht gesagt, es sind jugoslawische Mitbürgerinnen und Mitbürger, gegen die wir hier vorgehen oder gegen die vorgegangen wird, sondern es wurde eine Lüge verbreitet. So hat das Kriegstreiben begonnen, das ja auch zu schlimmen Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen, sogenannten ethnischen Säuberungen. Völkermord, schlussendlich. Völkermord, Srebrenica, die zu wirklich schlimmsten Szenarien geführt haben. Und das ist es, was den Westbalkan, wie wir ihn heute nennen, die sechs Staaten des Westbalkans, so zurückgeworfen hat. Aber das ist keine Entschuldigung für die Europäische Union, dass heute das, was ich vorhin europäisches Territorium genannt habe, dass das so vernachlässigt wird. Wir haben Großbritannien und Nordirland verloren. Ich vergleiche das bewusst, weil es ist alles europäisches Territorium, auch wenn vieles unterschiedlich ist. Und natürlich droht ein Szenario irgendwann, vielleicht früher eher als später, in dem wir auch den Westbalkan verlieren, obwohl er noch gar nicht Mitgliedsregion ist. Warum? Weil, und das ist jetzt ganz entscheidend,
weil andere Teile der Welt nicht wie wir Europäerinnen und Europäer, und davon bin ich fest überzeugt, die Kooperation, wie schon erwähnt, im Vordergrund sehen, sondern eben ihre Möglichkeiten besser in der Konfrontation mit Europa, gegen Europa sehen. Und für die ist der Westbalkan ein willkommenes Eintrittsfeld gewissermaßen in das europäische Territorium, weil es nicht Mitgliedstaaten sind, weil es Staaten in Entwicklung sind. Sie sprechen von China konkret, wo es China in allererster Linie, aber nicht nur. Man kann auch die Türkei, man kann auch Russland, man muss auch Saudi-Arabien oder Katar erwähnen. Aber es stimmt, China ist auch ein ganz wichtiger Akteur. Wir bleiben bei der Kooperation. Ich will das auch allen ausrichten, die das hören, auch chinesischen Freundinnen und Freunden. Ich bin wirklich auf der Schiene der Kooperation mit allen Teilen dieser Welt. Das heißt aber nicht, dass wir naiv uns nicht verteidigen, wenn eben europäische Werte und dergleichen gefährdet oder angegriffen werden. Und das passiert, wenn wir am Westbalkan nicht eines machen können. Und das ist das Zweite, was mir so wichtig ist. Die ganz, ganz stark empfundene europäische Identität der Bürgerinnen und Bürger dort. Nach allen Umfragen, in allen Jahren, ist das Empfinden einer europäischen Identität in den 6 Staaten des Westbalkans, Albanien, Bosnien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, höher als in vielen aktuellen Mitgliedstaaten. Da gibt es nicht ein vielleicht gehören wir dorthin oder vielleicht gehören wir dahin. Da gibt es ein ganz klares Bewusstsein breit dafür, dass es europäisch ist und dass man zu Europa gehört. Ist ja auch geografisch der Fall und ist historisch der Fall. Und da ist auch im Empfinden der Menschen so. Wenn wir es nicht schaffen, diese Europäerinnen und Europäer überzeugt von Europa und jünger in der Durchschnittsbevölkerung als die heutigen Mitgliedstaaten, sehr, sehr bildungshungrig, arbeitswillig, beitragsleistend, wenn wir es nicht schaffen, die zu integrieren, dann ist das ein Versäumnis schlimmsten Ausmaßes der Europäischen Union. Warum gerät es ins Stocken? Das war die Frage. Danke, dass ich so lange sozusagen Vorbemerkungen machen durfte. Weil es Mitgliedstaaten gibt, die das aus unterschiedlichen Motiven, aber fast ausschließlich aus innenpolitischen Motiven, Bulgarien bei Nordmazedonien in etwa, blockieren oder bremsen. Ganz aktuell ist plötzlich aufgetaucht die bulgarische Debatte über die Begrifflichkeit von Nordmazedonien. Wir hatten vor einem Jahr die Redelsführerschaft, würde ich es nennen, des französischen Präsidenten mit einigen anderen Mitgliedstaaten, die plötzlich die völlig vor der Tür stehenden Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien blockiert haben, für die wir dann, ich sage es jetzt salopp, für die wir dann neue Beitrittskriterien oder zumindest ein neues Beitrittsprozedere entwickeln mussten, nachdem jetzt verhandelt wird. Okay, das war immer gut, man kann immer etwas verbessern, aber es war vor allem politisch notwendig, um diese Blockade zu lösen. Okay, also wir haben 5 Staaten, die den Kosovo nicht anerkannt haben. Ich bin total beeindruckt, auch das ist sehr, sehr schön im Jahr 2020, dass der Staat Israel jetzt die Republik Kosovo anerkannt hat, was ein extrem starkes Zeichen in vielerlei Hinsicht ist und umso mehr beschämend für die 5 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Kosovo noch nicht anerkannt haben. Also wir haben hier einige rein interne, strukturelle und innenpolitische Probleme in einigen Mitgliedstaaten, die es zu lösen gilt und die der Grund dafür sind, dass der Erweiterungsprozess stockt. Ich will damit nicht gesagt haben, dass alle 6 Staaten von heute auf morgen Mitglied werden könnten. Alle brauchen Reformen, übrigens auch wie viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber alle brauchen Reformen, weniger im Bereich der Demokratie, die funktioniert, konnte ich mich selbst auch bei Election Observation Missions und anderen Situationen überzeugen, aber im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, im Bereich der Korruptionsbekämpfung und selbstverständlich in vielen wirtschaftlichen Bereichen, die ja mit Rechtsstaatlichkeit zusammenhängen, weil Investitionen fließen dann und Arbeitsplätze werden dann geschaffen, wenn es Rechtsstaatlichkeit gibt. Also diese Reformen sind nötig und es ist nötig, eine Normalisierung zwischen Kosovo und Serbien zu schaffen. Und es sind viele, viele Schritte zu tun in der Stabilisierung von Bosnien und Herzegowina. Also es ist nicht so, dass jetzt die Beitrittsfähigkeit morgen gegeben wäre. Aber es ist vor allem die Aufnahmefähigkeit seitens der Europäischen Union aus den genannten strukturellen Gründen, überhaupt nicht aus inhaltlichen Gründen, sehr, sehr schwach. Und wir sind jetzt in einer Periode im Europäischen Parlament. Wir haben noch lang genug Zeit, in der wir da vorankommen müssen. Und ich sehe auch viel positive Aufmerksamkeit dafür, mehr als in der vergangenen Periode
im Europäischen Parlament, dass immer mehr sich immer mehr dessen bewusst werden. Herr Mandl, wenn ich nachhaken darf und wieder kurz historisch ausholen darf, vorgestern, vor 25 Jahren, wurde das Friedensabkommen von Dayton in Paris von Slobodan Milosevic für Serbien, Franjo Tudjman für Kroatien, Alija Izetbegovic für Bosnien-Herzegowina unterzeichnet, der Bosnienkrieg somit beendet. Und doch gibt es noch weiterhin doch auch demokratiepolitische Probleme, wenn wir sehr wohl nach Serbien unter Alexander Vucic blicken und sehen, dass die Wahl in diesem Jahr wohl nicht ganz korrekt und fair abgelaufen ist, dass es eine große Medienkontrolle gibt, der Medienpluralismus eingeschränkt ist, dass Oppositionspolitik nur sehr vage gegeben ist. Auch die Niederlande werfen ja Albanien vor, die Funktion des Verfassungsgerichtshofs, Stichwort Rechtsstaatlichkeit, nochmals zu prüfen und auch ein Mediengesetz zu überarbeiten. Aber konkret zu meiner Frage nun, ist es Ihrer Ansicht nach realistisch, dass in naher Zukunft, sagen wir in den nächsten 5 Jahren, einer der 6 Westbalkanstaaten zur Europäischen Union kommt? Erstens danke für diese Ergänzung, die wirklich extrem wichtig ist. Also ich müsste vorsichtiger sein in dem Assessment zur Demokratie, weil tatsächlich aus sehr, sehr unterschiedlichen Gründen Bosnien und Serbien da etwas differenzierter betrachtet werden müssen. Stimmt, was Sie gesagt haben, möchte das dankend auch annehmen. Und ich will jetzt keine politische Antwort geben im Sinne von Ausweichen. Aber ich will es erklären, sozusagen, wie sich das Gesamtbild darstellt. Das Gesamtbild stellt sich für mich so dar, dass leider, und ich füge hinzu leider, weil es ein großer historischer Wurf wäre, wie die deutsche Wiedervereinigung. Wenn man da versucht hätte, jedes kleinste Detail vorher zu regeln, wäre bis heute keine deutsche Wiedervereinigung da. Aber leider werden nicht alle 6 Westbalkanstaaten gleichzeitig beitreten. Es wird nicht so sein, das ist meine Prognose aus allem, was ich wahrnehme, sondern es wird Wellen geben. Und jetzt gibt es das Serbien-Kosovo-Problem, lassen wir das mal außen vor. Aber es werden vielleicht Nordmazedonien, Albanien und Montenegro irgendwie schneller sein. Und es wird Bosnien wahrscheinlich ganz hinten in dieser Reihenfolge sein. Es kann Serbien aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke, wenn es demokratisch und rechtsstaatlich zugeht, auch schnell sein. Serbien hat übrigens auch eine Riesenverantwortung in der Region für den Westbalkan. Das sollte man nicht unterschätzen und auch serbischen Offiziellen immer wieder vermitteln, dass eigentlich weniger gewissermaßen Konflikte, die zu lösen sind, sondern die Verantwortung für die gesamte Region im Vordergrund stehen. Ich sage manchmal salopp und ich hoffe, sozusagen, ich darf das halb salopp sagen, ohne falsch zitiert zu werden, dass Serbien gewissermaßen das Deutschland des Westbalkans ist, ein Wirtschaftsmotor, das große Land auch und das wirtschaftlich starke Land. Das ist schon auch mit Verantwortung verbunden, darf man auch sagen. Was nicht passieren darf, was wirklich in unserer Generation nicht passieren darf aus meiner Sicht, ist, dass die Staaten XYZ 2, 3 oder 4 beitreten und dann die anderen beiden oder auch nur einer für mehr oder weniger immer übrig bleibt. Das wäre eine tragische weitere Destabilisierung des Westbalkans. Also es darf wirklich nicht die Luft ausgehen, wenn es schon eine Reihenfolge geben muss und kein gemeinsames Beitreten, das wird so sein, eben nach meiner Prognose, dann darf einfach nicht die Luft ausgehen, bis wirklich alle 6 dabei sind. Ich weiß, das ist keine direkte Antwort, aber was soll ich sagen? Also ich kann nur sagen, ich kann sagen, eins vielleicht, andere Politiker haben halt versucht, das in die nächste Periode zu verlagern. Es gab einen sehr, sehr wichtigen Kommissionsvertreter, den ich auch sonst sehr schätze, in der vergangenen Periode. Der hat einfach gesagt, Beitritt der Westbalkanstaaten 2025. Das klang nach einer großen Ankündigung, auch motivierend für die Bürgerinnen und Bürger. Aber Insider wissen auch, so einfach wird das nicht sein. Und der Politiker, der das sagt, weiß, er selbst wird nicht mehr in Verantwortung sein 2025 und kann locker gewissermaßen eine große Ankündigung machen.
das ist legitim. Also ich will jetzt also nicht den Stab über irgendwen brechen, aber ich will es nicht so machen. Ich kann es einfach nicht sagen. Ich wäre glücklich und würde sozusagen viel Arbeit als lohnend sehen, die schon passiert ist, wenn es in dieser Periode gelingt, dass der eine oder andere Westbalkanstaat beitritt. Herr Mandl, da würde ich gleich gern nachhaken, und zwar mit einem alten Russenwitz. Klingt jetzt blöd, aber der geht ungefähr so: Ein Kommissar und ein Arbeiter reden miteinander. Der Kommissar fragt den Arbeiter, wie die Arbeit denn so läuft, und der Arbeiter sagt: Ihr tut so, als würdet ihr uns bezahlen, und wir tun so, als würden wir arbeiten. Also wie soll es laufen? Und den Vergleich zur EU stiebt sich jetzt den Balkanexperten Vedran Cihic. Auf die EU-Erweiterung bezogen, sagt er, die Europäische Union sagt, wir tun so, als würden wir versprechen, dass ihr mal beitreten dürft. Und die Länder am Balkan tun so, als würden sie sich demokratiepolitisch reformieren. Und auch in Anlehnung an das, was Sie jetzt berichtet haben, bei anderen Politikern, nicht auf Sie zutreffend, wem nützt dieses ewige Versprechen eines künftigen EU-Beitritts etwas? Ja, ich glaube, es wäre so unsachlich und irrational, das Gegenteil zu sagen. Nämlich also zu sagen, die Westbalkanstaaten werden nie in der EU sein, wäre inhaltlich falsch, wäre demotivierend, wäre katastrophal für die Entwicklung der Region, die untrennbar verbunden ist mit der Entwicklung Österreichs speziell und der ganzen Europäischen Union generell. Also das kann man hoffentlich und wird man nicht hören von irgendeinem rationalen europäischen Offiziellen. Auch da meine ich es wieder sehr, sehr parteienübergreifend. Alle vernünftigen Fraktionen auch im Europäischen Parlament wird man so sehen und auch die Mitgliedstaaten und ihre Regierungen. Andererseits, also es nützt, ich muss es eben von der anderen Seite aufzäumen. Es würde schaden, nicht die Perspektive zu erhalten. Und deshalb ist die Perspektive vorhanden. Ich hoffe, dass der Russenwitz, den ich sehr gut finde und auch leider in irgendeiner Form auch passend in dem Vergleich, ich hoffe, dass der Vergleich aber dann nicht zutrifft, weil wir wissen ja, was mit der Sowjetunion passiert ist. Und das wünsche ich wirklich für meine Kinder und Kindeskinder der Europäischen Union nicht. Ein bisschen mehr Echtheit und Ehrlichkeit und Substanz in den Dingen, das werden wir schon schaffen müssen. Und es gibt auch wirklich viele gutmeinende Kräfte, hüben wie drüben, also am Westbalkan und in der heutigen EU, die diese Arbeit auch machen. Herr Mandl, ich als Bürger stelle mir die Frage, nachdem ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, was ist eigentlich die Vorstellung der Westbalkanstaaten, über die es ja geht, von einer zukünftigen Europäischen Union? Und bin dabei bei meinen Recherchen auf ein Zitat des ehemaligen SPD-Politikers Peer Steinbrück gestoßen, das ich gerne rezitieren mag. Er hat gesagt, das Problem an einem EU-Beitritt der Staaten des ehemaligen Jugoslawiens ist nicht, dass diese Leute uns dann die Jobs wegnehmen. Das Problem ist, dass diese Staaten dann ein Stimmrecht haben. Teilen Sie diese Einschätzung Peer Steinbrücks, ehemaliger Finanzminister Deutschlands? Nein, aus mehreren Gründen. Der erste ist, wo würden wir beginnen mit einer solchen Argumentation und wo würden wir enden? Also, wir haben heute 27 Mitgliedstaaten. Wir hatten schon mal 28. Es kann einem aus sachlichen Gründen oder auch aus grundsätzlichen Gründen in manchen Situationen einfach nicht passen, wie der eine oder andere Mitgliedstaat sich verhält. Aber Stimmrecht ist Stimmrecht und Demokratie ist Demokratie. Und ich gehöre wirklich zu denen, die mit aller Klarheit zurückweisen, wenn in irgendeiner Form insinuiert wird, dass jene Staaten weniger in der Lage wären, verantwortungsbewusste Regierungen zu stellen als andere Staaten. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Westbalkan, sondern auch die heutige Europäische Union. Ich traue den Bürgerinnen und Bürgern jedes Mitgliedstaats zu, eine gute Regierung zu wählen. Und nach Sir Karl Popper ist ja das Besondere an der Demokratie, dass Gewählte ein Ablaufdatum haben. Also, dass es alle paar Jahre eine neue Wahl gibt und man nachjustieren und verbessern kann. Also dieser Zeitablauf macht Demokratie
aus und das ist in allen Mitgliedstaaten gegeben und möglich. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, warum ich dem nicht zustimme, ist, wir brauchen sowieso mit einem neuen EU-Vertrag im besten Fall oder auch ohne, aber im besten Fall mit einem neuen EU-Vertrag, gerne dem Vertrag von Wien übrigens, wäre schön, aber darum geht es nicht primär. Inhaltlich brauchen wir viel weniger Einstimmigkeitsmaterien. So, und damit bricht dieses Argument nicht ganz in sich zusammen, aber fast. Weil es wird einfach mehr Materien geben müssen, in denen erstens das Europäische Parlament stärker ist, womit Mehrheit entschieden wird, weil wir sollen ja eine parlamentarische Demokratie sein und weiterentwickeln. Und in denen zweitens im Rat eben nicht unbedingt mit Einstimmigkeit entschieden werden muss, sondern mit Mehrheit entschieden werden kann. Und dann muss man sich, ich interpretiere das jetzt einmal so, das Peer Steinbrück-Zitat, muss man sich nicht fürchten vor dem Staat X oder Y, weil, wie in einer guten Demokratie üblich, daneben Mehrheiten entscheiden. Sehr spannend für mich, ich denke auch für unsere Teilnehmer und Zuseher und Ihnen und Zuhörer und Zuhörerinnen, wie Sie hier jetzt auch aus meiner Frage heraus auf das Einstimmigkeitsprinzip der Europäischen Union eingehen und auch dafür appellieren, einen neuen EU-Vertrag aufzusetzen. Ich selbst hätte jetzt noch reichlich Fragen an Sie, von der Balkan-Debatte angefangen, bis hin zur Frage des Brexits, aber auch Artikel 11 Grundrechtecharta, Medienfreiheit, Pressefreiheit, Medienpluralismus, angefangen in Ungarn, aufgehört auch in Österreich teilweise, zwei Plätze verloren im Vergleich zum Vorjahr wiederum. Gäbe es ganz, ganz viel zu diskutieren. Wir haben aber auch rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und deswegen möchte ich das Wort jetzt an diese übergeben und mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Mandl, für die Diskussion so far bedanken und ein herzliches Dankeschön auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über unseren Podcast und an unsere Zuseherinnen und Zuseher über YouTube. Vielen Dank.